Jo, moin Leute, was geht ab hier? Ja, wir spielen heute mal eine Runde Stock und Stein, was ich glaube ich. Oder hatte ich das? Nee, ich hatte das glaube ich noch nie auf meinem Kanal. Und ich denke mal, nach einem, ja, guten Jahr YouTube, mehr als ein Jahr YouTube, müsste man das auch schon mal gezeigt haben. Und ja, hier haben wir mal eine kleine, ja, ein kleines Gameplay sozusagen. Und ja, das Gameplay ist jetzt nicht das übelst krasse Gameplay. Das hat ja 5 Tode, 18 zu 5 geht es am Ende aus. Hierbei kann ich sagen, weil ich glaube, es geht immer nur bis, oder ist das auch hier so, bis 18 Kills? Ich glaube, in irgendeinem Modus ging es mal bis 18 Kills. Ja, wie gesagt, ist ziemlich geil. Ich kann auf jeden Fall die ganzen, ja, Partyspiele nur empfehlen, auch in Black Ops 2. Und ich finde die Armbrust eigentlich richtig geil, weil die auch viel schneller nachlädt, habe ich so das Gefühl, als in Black Ops 1. Und irgendwie, ja, ich mag die Armbrust auf jeden Fall. Die geht schon ab. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, nicht um die Kommentare schreiben, ob man die Waffen so auch levelt, also im Stock- und Stein-Modus. Das würde mich auch mal interessieren. Und das wäre nämlich ganz nice. Ich meine, ja, Waffen bekommt man da natürlich schnell Gold, muss ich sagen. Zum Beispiel die Armbrust wird man ja schnell Gold bekommen, wenn man damit oft Stock und Stein spielt, ist ja ganz klar. Und ja, in dem Gameplay hier sieht man eigentlich später noch ein paar ganz gute Szenen, die gar nicht mal so schlecht sind. Wie gesagt, der Endscore gerade eine 4 bis 5er KD ist jetzt aber nicht so übel. Und was ich noch als Partyspiel auf jeden Fall empfehlen kann, ist Einem Lauf. Das habe ich schon immer gerne gezockt, ob es in, ja, MW3 war, in Black Ops war, ja, einer meiner Lieblingsmodis, wenn nicht sogar mein Lieblingsmodi. Der macht auf jeden Fall richtig Fun mit Freunden oder so. Auch privat kann ich nur, ja, empfehlen. Was ich einen kleinen Nachteil hier finde bei Stock und Stein, wenn man seine, ja, Armbrust leer geschossen hat, dann kann man leider die Bolzen nicht mal von anderen Leuten aufheben. Das finde ich immer ein bisschen dumm, wenn man die gekillt hat. Man kann nur die Tomahawks aufheben und die, wie heißt denn diese Ballistic Knife Pfeile, die kann man auch noch aufheben. Ansonsten, wie gesagt, sehr geil. Ich kann nur jedem diesen Modus empfehlen oder diese Modis. Ja, was kann ich denn zu Waffenspiel sagen? Waffenspiel, ja, spiele ich jetzt nicht so oft. Ist jetzt auch. Ja, ist auch ganz lustig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, am meisten gefällt mir immer noch hier der Stock- und Stein-Modus. Und wie gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen. Spielt den mal, der ist echt nice. Und ja, eigentlich habe ich gar kein Thema mitgebracht heute. Ich habe auch ein bisschen lang jetzt die Ansage hier gemacht. Doch, ich könnte vielleicht mal ganz kurz über Snipen reden in dem Spiel. Ich finde, ja, ich bin. Ja, sehr geteilter Meinungen mit dem ganzen Gemessere in Black Ops 2. Ich finde es teilweise ziemlich lächerlich. Also, wenn ich ein Messer will. Also, ich habe gestern, vielleicht sieht man das in dem Gameplay noch, wie ich ein Messer will. Ja, meistens klappt es, glaube ich, in diesem Gameplay sogar noch. Und ja, wenn ich ein Messer will, ich habe gestern 10 bis 15 Mal hinter ihm hergemessert und ich kam mir vor wie ein Behinderter. Ich bin 10-mal am Messern und keiner trifft. Gar keiner. Gar nichts. Was soll das? Bei sowas frage ich mich echt schon, was das soll. Es ist, ja, heftig. Es ist richtig heftig. Und es war, hieß ja erst auch, bevor das Spiel rauskam, ja, es gibt kein Panic Knife mehr. Nein, gibt's nicht. Aber es gibt voll viel Failen im Knifen. Das finde ich heftig. Das finde ich schade eigentlich schon fast. Es ist immer so, ich bin nicht einer, der sofort losknifft. Und ja, meistens ist es dann so, wenn ich mal messern muss, dann treffe ich ihn nicht. Dann rennt er da 10-mal hintereinander her und trifft ihn nicht. Ich messer und messer. Der da jetzt schon wieder. Und das wird einfach nicht verbessert. Er sticht in die Luft oder so. Das ist so oft in dem Spiel, in jedem Call of Duty. Und dass man dieses in der Luft stechen nicht einmal patchen kann oder verbessern. Schon wieder. Dass man das schon wieder. Man sieht es einfach immer wieder, wie lächerlich es einfach ist. Und so Kleinigkeiten, ich meine, das Spiel Call of Duty gibt es jetzt schon mehrere Jahre, schon fast 10 Jahre oder so. Oder noch mehr als 10 Jahre, ich habe keine Ahnung. Und so Kleinigkeiten nicht mal zu patchen, das ist heftig, dass sie sowas nicht mehr hinbekommen. Also in der Luft messern, das geht gar nicht. Ich meine, nachdem das Spiel schon so lange draußen ist und also in jedem Call of Duty wieder die gleichen Fehler einzubauen, zum Beispiel in MW3 und ja, was wäre denn jetzt ein gutes Beispiel, gleicher Fehler? Ja, Spawn-System finde ich immer noch nicht so toll in Black Ops 2. Also, manche sagen ja, ja, MW3 ist natürlich noch beschissener als Black Ops 2 vom Spawn-System. Finde ich nicht. Also, ich finde Black Ops 2 immer noch
ja, ziemlich kacke vom Spawn-System. Zum Beispiel in Frei für alle, da kann man es natürlich nicht verhindern. Aber nur gut, das Gameplay ist jetzt auch zu Ende, 18 zu 5, wie gesagt. Ich werde wahrscheinlich noch öfters so, ja, Partyspiele hochladen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video so fandet. Und ja, ihr könnt natürlich auch gerne einen Daumen hoch geben. Ich weiß, am Anfang habe ich mich ein paar Mal wie ein Behinderter, Behinderter versprochen. Ist mir aber Wayne Train. Und ja, wie gesagt, gebt doch mal einen Daumen hoch und haut rein. Tschüss.